Die Spieler tragen Sensoren hinten im Rücken, mit deren wir dann die Bewegungen der Athleten aufnehmen können. Dazu ist es also ein echtzeitfähiges, dreidimensionales Positionserfassungssystem hier aufgebaut worden. Ein Empfänger ringsherum in der Anzahl 14 Stück. Und damit können wir die Bewegung des Athleten komplett erfassen, wie zum Beispiel die Position XYZ, die Geschwindigkeit, die Sprunghöhe. Und man kann daran dann die Analysen sowohl für die Trainer als auch für die Moderatoren bereitstellen und diese eben halt entsprechend in die TV-Grafik einbinden.